auch wunderbar. Stimmt, das ist eine richtige Größe, was unter dem einen oder anderen Busch ganz gut wundert ist. Ja. Also hier sind wir ein kleines bisschen größer. Ja, Frank, es wird jetzt aber, das hätte ich fast gesagt, es wird schöner. Nee, das stimmt ja nicht. Das soll ja, das soll ja loben. Das wird es wird anders. Ja. Jetzt haben wir wirklich wieder mal Nachbauten originaler Schmiede. Also hinten haben die Weber in Kanada, das Arbeitstier, Wasserschlechte, schlechthin, ja. Wirklich ganz robust. Und vorne dran die Kinder. Ja, also beides sind Modelle im Daumen. Ja, genau. Also die Buser hat eine Spannweite von 1,52 Meter. Und die Lehne 44. Von hier ist es 2 Zentimeter. Und die Kriter hat 1,60 Meter. Wenn die was schön ist, der Unterschied von und die Zweimotoren, das hat ja schon. Und dann, wenn man den Wasserflügel kann, hat das einen kleinen Hebel. Beide Modelle haben Zwölfkampf oder Wandelkampf, die auch eine erstaunlich gute Wirkung haben. Und also lieber ist es so, dass die Landeklappen durch eine zentrale Servo angesteuert werden. Bei den Fliegen ist für jede Klappe ein einzelnes Servo. Das Spiel ist in der Folge einer Liebe auf so einer Aufbauwiege, die wir besonders in den Anzerbahn gebaut. Man muss ja den Preis daraus reinstellen, wo es sein muss, weil es aber gibt den Kosten. Und bei der Fehler darf uns mit den blauen Motorraum in die Rundgröße. Und da die Liebe ja in Kanada nicht brauchen, wir bieten ein extra Führerset an. Und am Anfang noch für viele, die sich genau durch die Straße laufen. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt kein Wasser zur Nähe haben, ja, dann hoffen Sie auf den nächsten Winter. Die Schwimmer gehen auf Schnee genauso gut. Jetzt hat man das vorne Wasser. Ja, und das Modell hat, der Antrieb hat die Erfahrung. Nee, aber mit dem Wasser, man muss schon gucken, dass die Schwimmer gut gemacht sind. Ja, die Abflusskante muss passen und man braucht ein bisschen Wasser. Bei beiden Modellen, was ich schon gesagt habe, sind auch hier die Servos und die Antriebe eingebaut. Also bei der Fliegen 2 Motoren, 2 Räder. Bei der Fliegen sind 7 Servos verbaut und ein elektrisches Einziehfahrwerk. Vielleicht kriegen wir das auch nochmal gezeigt. Jetzt geht rein. Und kurz vorm Aus und raus. Jetzt geht rein, voll richtig einhalten. So, beide Modelle haben noch die Hand. Das ist leider vorne ein bisschen gut, dass die Baumfliege sind. Weil wenn man die aus 5 Meter Entfernung sieht, man sieht es nicht mehr. Also die sind wirklich so schön, so nach oben drauf, und da haben wir wirklich ein Bild durch. Und dann kurz drauf. Die Schilder, 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 die Schilder,